Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge von Warframe und heute kämpfen wir ums nackte Überleben mit der Boar Prime und der Dualsochen. Hä? Das war jetzt eine ziemlich lange Ansage. Hab schon die Hälfte wieder vergessen, was ich gesagt habe. Wichtig, Dualsochen. Dual. Boar ist die Prime. Fass die Füße hoch, da kommt flach. Leck mich. Ja. Wir spielen heute mal mit einer komischen Zusammenstellung mit Boar Prime und der Dualsochen. Und zwar deswegen, wir haben ein paar Tutorials gemacht zu den beiden Waffen, die vermutlich, vielleicht, eventuell schon raus sind, wenn wir die Folge hier veröffentlichen. Kommt so ein bisschen drauf an. Und deswegen dann auch ein bisschen so eben zeigen, wie toll die denn eigentlich sind. Wenn Gegner kommen. Ja, ich sehe ganz viele Gegner. Und du auch? Hm. Ich weiß gar nicht, wohin. Ich auch nicht. Boden liegt auch voll von Gegnern. Ja, Goldi. Geh woanders hin. Bist du nur neidisch? Genau. Gesehen, wie viel das gerade war. Aha. Und da wäre es eben noch toll, das haben wir aber auch schon im Tutorial gemeint, mit den Dualsochen haben wir leider keinen Berserker. Das wäre echt geil, wenn wir die hätten. Hätte. Ja. Ich rotze eigentlich alles weg. Das Problem ist halt, da man dann die Reichweite dafür rausschmeißt, muss man halt nah hin. Ja. Der kleine Nachteil, den wir auch noch haben, der Heilungsmann, den wir jetzt drin haben, der ist ja auf Doppelschwert ausgelegt. Und das merkt man auch ein bisschen. Von der Geschwindigkeit. Ja, die hat abgenommen. Ja, ist eigentlich normal schneller. Aber wir brauchen die Punkte. Und die Dualsochen haben standardmäßig die falsche Polarisation für die Doppeläxte. Ja, also müsste man Haltung, die du zurücksetzen wollen wir die eigentlich nicht, weil so oft benutzen wir die dann doch nicht. Nee. Da gibt es bessere. Doppel, sag ich mal, Eckste. So wie die Dual E-Core oder sowas. Die haben ja standardmäßig Gift drin. Ja. Jo. Echt nervig. Aber du kannst auch noch deine Boar Prime mit den 100% Proc-Status zeigen. Was kommt? Wenn mal Gegner kommen, Mensch. Diese Affen killen alles weg, ich geh mal auf den Sack. Sind das für Level 12, 7, ja, der ganz untere, denn der Mitte ist ein bisschen. Könnte noch eine 5 sein, oder? Könnte. Ja. So, bei manchen Porträts ist es irgendwie ein bisschen schlecht immer zu erkennen. Hallo. Jo. Da guck. Ja, wie die alles kaputt machen, ne? Ah, der hat La Piku oder sowas, kann das sein. Kann gut sein. Ja. Ich meine, hau ab. Alter, mir. Der hat da noch Dings drin. Entweder ein Vanguard-Helm, da habe ich jetzt nicht so genau drauf geguckt, oder eben was für seine Sprintgeschwindigkeit. Oder so fuseln kann. Mhm. Ja, genau, es ist ja mal Gegner da, es muss schon nachladen. Ja, die haut sie auch raus wie. Guck, die haut jetzt immer um. Bei jedem Schuss, das ist cool, wie es aussieht. Dumm, 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 dumm. Und richtig ein Bassbox, ist einfach fett. Ja. Jetzt sind mal ein paar Gegner da, geil. Da muss man halt aufpassen. Theoretisch muss man mit der Boar, wenn sie so aufgelevelt ist, tippen. Ja, aber da kannst du ziemlich viel Schuss verballern und das einfach ist sinnlos. Sinnlos, ja. Hey, ich hatte doch mal ein volles Magazin. In deinen Träumen vielleicht? Ja, das ist die Boar, ist echt schlimm, was sie hier raushaut. Ja.
Und hat halt vergleichsweise dafür wieder wenig Schuss, ne? Das ist halt mit dem Ding immer so ein Testen schwereres Level. Ja. Eigentlich würde es, ich glaube, theoretisch auch noch irgendwie was rentieren, dass man einen größeren Munitionsnachschub hat, ne? Weil dann Munitionsnachschub geht ziemlich schnell zur Neige irgendwie. Ja, da kommt halt darauf an, wie man es jetzt trimmt. Ja. Das verstehe ich auch wieder nicht, weißt du? Ich weiß nicht, wie viel Schuss hatte die jetzt insgesamt vorhin? 100 oder sowas? 120, ja. 120? Das ist ein Witz. Und jetzt vergleich das mal, sag ich mal, von der Munitionseffektivität her mit einer Okris oder sowas, ne? Der zwar. Oder Soma, die haben jetzt auch alle 500. Ja, ne? Und Okris hat 20. Ne? Im Moment auf PS4 noch nicht. Aber kommt auf jeden Fall. Irgendwann. Vielleicht ist es auch schon lang draußen, wenn man schon wieder die Folge veröffentlicht. Man weiß es ja nicht. Kastrieren die Okris. Genau, und im Vergleich hat die Okris dann einfach schon viel mehr Schadens-Output auf die gesamte Munition gesehen, wie so eine Bohr. Ne? Verstehe ich irgendwie nicht die Begründung dann auch. Was auch sehr zu empfehlen ist, Rutschen und Nahkampf. Ja. Also da haut man eigentlich fast alles weg. Ja. Was halt auch generell gut ist bei Waffen, die einen schnellen Drehangriff haben, mit denen kann man gut den, jetzt wie nenne ich diesen Move, Sprint, Hüpfen, Rutsch, Drehkick. Ne? Kann man da immer sehr gut machen, um damit das Movement, sag ich mal, generell sehr stark zu erhöhen. Ich krieg das trotzdem nicht hin. Ja, das kriegen auch nur Profis hin. Ja, genau. Also man merkt schon, wenn man hier diesen Sprung, Hüpf, Rutsch, Drehsprung. Ich muss mal meinen Namen ausdenken. Wenn man das macht und im Vergleich zu jemandem, der nur normal sich fortbewegt oder sogar hier normal mit Rutschen und Hüpfen macht, ist der, krieg ich nochmal hin, Sprint, Rutschen, Springen, Drehangriff, Move, einfach viel, viel schneller. Das ist echt bescheuert. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir haben bestimmt ein paar Profis, die schon viel länger waren auf dem Spiel. Vielleicht kennt ihr den Begriff, wie der komische Sprung heißt. Keine Ahnung. Bescheuertes Vorwärtsgehen. Okay, also, ab sofort heißt bescheuertes Vorwärtsgehen. Das sieht auch bescheuert aus, wenn man bloß deine Aura sieht, durch die Wände oder so. Das ist irgendwie... Es gibt für alles einen Begriff in Warframe, das hat bestimmt auch irgendwie. Wahrscheinlich nennen die Leute das ganz simpel, irgendwie. Faster Movement oder sowas. Springangriff hopsen. Aber ich greife ja nicht an, ich bewege mich ja vor. Trotzdem machst du einen Angriff. Ja, aber ich bin. Greife an, Fußboden. Nee, die Luft. Hä? Das ist ja witzig. Ah je. Das sind so ein paar Begriffe, wo ich manchmal immer noch so ein bisschen damit nichts anfange. Was mir aber gerade keiner einfällt, einfach weil ich mit dem Begriff nichts anfange. Bis vor kurzem, schon wieder ein bisschen her, habe ich auch mit dem Begriff Proc nichts angefangen. Und Proc ist eigentlich nichts anderes wie Statuschance. Aber frag mich jetzt ja nicht, was Proc dann heißt oder von was es die Abkürzung sein soll. Genauso wusste ich nicht, was CC heißt. Das kommt nämlich auch ziemlich oft vor, der Begriff CC. Heißt Crowd Control. Wow. Ja, und das sind dann eben Fähigkeiten, um die Menge, sag ich mal, oder die Gegnermassen unter Kontrolle zu halten, beispielsweise der Stampfer. Ne? Das ist auch eine CC-Fähigkeit. Zwar keine harte, aber es ist auf jeden Fall eine. Gut hier. Ja, das sind so Dinger, wo man da so als Laie schon manchmal ein bisschen denkt. Was? Was? Oder besser ausgedrückt. Was? Redest du die gleiche Sprache wie ich? Ich denke nicht. Aber das gibt's ja überall. Das gibt's ja nicht nur in Warframe, das gibt's auch in anderen Spielen. Ja. Warcraft, weiß ich auch nicht, was sie da alles labern. Ja. Oder Dota. Ja. Das Problem ist, ich habe früher, oder als früher, vor ein paar Jährchen habe ich noch StarCraft 2 gespielt und da gab es auch den Begriff CC. Nur das
so hieß eben die Kommandozentrale, halt Command Center. Und dann habe ich halt einen Wurf im CC gelesen und habe gedacht, ne, Starcraft spielen die wohl nicht. Ja, was heißt das CC? Und so. Schon ein bisschen strange. Ja. Also falls irgendjemand eine tolle Liste oder Thread kennt, wo die ganzen Fachbegriffe von Warframe ins Deutsche übersetzt sind, also so eine Art Warframe-Duden, da kannst du mal in die Kommentare posten, würde mich echt interessieren. Hast du gesehen? Schnell dahin war. Ja. Da ist einfach. Ne? Läuft. Toll. Die hauen schon wieder ab. Ja, ich weiß. Alles, die Bande von der Weichheit. Tja. Ist halt so, ne? Ja. Man sieht ja auch schön der Nachteil am Labor. Wenig Muni. Deswegen bräuchte man eigentlich schon wieder Mods wie Munitionsumwandler oder sowas, dass jede Munition irgendwie, ne? Dann nimmst du halt wieder irgendwie einen Platz weg. Ja. Und dann musst du eigentlich eher wieder mit Forma vollstopfen oder so, damit du dann wieder genug Punkte hast, um das zu machen. Also ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Könnt ihr euch warten, ja, Lutscher. Oder man holt sich die Munitionspakete oder sowas, ne? Gibt's ja auch. Ja, so als Items. Ein bisschen. Ja, ein bisschen blöd. Kostet halt auch wieder was. Wenn man die baut. Cool. So war das. Das war Überleben mit Schnetzeln. Schnetzeln, Überleben mit Dualzone und Warprime. Cool. Coole Kombination. Beide schnell. Ja. Plus eine ist verdammt schnell leer. Ja, das stimmt wohl. Nur, die Warprime ist halt auch nicht so einfach zu kriegen. Ne? Die Dualzone dagegen kriegt jeder eigentlich ziemlich schnell, kann man nämlich die Blaupause sogar im Shop kaufen. Ja, ist ja nicht teuer. Ne? Ist auch nicht teuer, von dem her war es auch schon wieder mit der 42. Folge von Warframe. Und jo, wir sehen uns wieder in-game. Bis dahin, schöne Zeit. Viel Spaß. Tschüss.